Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Dunkles, das holen wir uns jetzt erstmal. Und damit willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Heute mal ausnahmsweise auf einem Rathaus 7. Ja, auf dem Toto nämlich. Den habe ich heute mal so ein bisschen aufgeräumt. Der sah nämlich wirklich nicht mehr gut aus und ich habe noch ein paar Heldenlevel zu machen, nämlich drei an der Zahl. Ich muss die Truppe jetzt erstmal verballern, bevor wir dann ins Event reingehen. Ich gehe kurz einmal auf die CWL ein. Ich meine, die Geschichte von gestern, das dürft ihr mir nicht, ihr dürft auch nicht alles so ernst nehmen, was der Toto manchmal von sich gibt. Na klar habe ich mich aufgeregt, aber letztendlich hat sich mein Puls dann ja auch wieder beruhigt und ich konnte auch ganz, ganz beruhigt schlafen, kann ich euch auch sagen. Also nichts passiert hier, alles tutti. Und ich will diese Truppe jetzt erstmal wegschmeißen. Es hat vor allen Dingen gefruchtet. Also nach der Niederlage haben wir jetzt in jedem Fall wieder ein Sieg inne. Das liegt aber auch daran, dass unser Gegner im Moment nicht so stark ist. Und im nächsten Clankrieg, beziehungsweise im nächsten CK, also im nächsten Clankrieg der Clankriegsliga, können wir uns sogar mal leisten, dass wir so einen richtigen Schwung Neuner mitnehmen. Das freut mich ganz, ganz besonders. Denn auch da ist unser nächster Gegner nicht ganz so stark. Und wenn ich da jetzt nur wieder mit Rathaus 10 aufschlage, dann ist das sicherlich etwas übertrieben. Also den hier werden wir in jedem Fall gewinnen mit 45, denke ich mal. Also wenn wir, ich glaube nicht, dass wir den noch drunter abschließen. Aber im nächsten, jetzt im sechsten, da haben wir dann tatsächlich die Besonderheit, dass wir bis hier oben hin, bis zur Nummer 6 hier, bis zur Kati, Mrs. One Star, mit Neunern kämpfen können. Und oben haben wir dann noch einen Zehner, meine Wenigkeit, drei Elfer und unseren Tor ganz oben. Und man höre und staune und schaue vor allen Dingen. 3 Stunden, 9 Minuten. Und die ganzen Dinger hier sind alle schon voll. Cool, ne? Oh, jetzt habe ich schon verraten. Sehr, sehr cool. Hat also gefruchtet. Wunderbar, Leute. Weitermachen. Ja, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen hier ein bisschen Event spielen heute. Denn ich habe mit dem, also ich hab jetzt erstmal die Base aufgebaut. Die sah nämlich aus wie Kraut und Rüben. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sieht. Defense Lock, ich muss mal gerade gucken. Ah ne, die können wir uns alle nicht mehr angucken. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, wie meine Base, ja, so sah sie nämlich aus. Ne? So sah sie aus. Und ich habe es jetzt doch mal endlich mal ein bisschen geschafft, die aufzuräumen, denn der soll natürlich auch auf Rathaus Level 8 irgendwann mal gehen. Der Chefkoch geht hoch auf 9, aber 3 Heldenlevel brauchen wir hier noch. Und was ich mit dem auch gar nicht gemacht habe, ich habe überhaupt keine Events mit dem gespielt. Und deswegen wollen wir heute auf jeden Fall das komplette Paket mal durchexerzieren. Hier, ich habe hier die Eventtruppe fertig. Wie baue ich die eigentlich immer quick? Ihr seht das hier unten, habe ich mir einfach einen Slot gemacht, Event Army. So kann ich die direkt durchtrainieren. Die Zauber gucke ich mal. In der Regel nehme ich 2 Wut und ein Heil mit. Und lasse mir hier allerdings jetzt ein paar Valkyren, Wallis spenden. Weil die kann ich natürlich nicht selber spenden. Die lasse ich mir mal vom Avatar hier geben. 1, 2. Und dann füllen wir mal mit 1, 2, 3, 4. Ich glaube, wir füllen mal mit Barbaren. Sonst kann ich da natürlich auch einen Magier mal mit reinbringen, aber ich glaube, Barbaren sind auch ganz, ganz, ganz gut aufgehoben. Und wir können sofort rein in die Suche. 2 Sterne brauchen wir, beziehungsweise wir müssen das Event, ich habe das Event mit diesen kleinen Rathäusern noch gar nicht gespielt. Zumindest den El Primo kann man ja total lange spielen, aber die 250 Gems will ich natürlich in jedem Fall mitnehmen. Und jetzt suchen wir erstmal einen adäquaten Gegner, der wirklich viel Dunkles hat, weil das andere, habt ihr eben gesehen, ist sowieso pickepacke voll bei mir. Oh, 1000, den können wir schon mal mitnehmen. Es war ein Rathaus 8, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Wir haben El Primo auf 4. 5 Riesen haben wir dabei. Ein paar Heiler. Die nehmen wir jetzt auch mal mit rein hier. 1, 2, 3. Dass die mal. Ich hoffe, die gehen jetzt ein bisschen fixer auf die. Ach, jetzt. Ich habe natürlich wieder Mauerbrecher dabei. Wie immer. Ich habe natürlich Mauerbrecher dabei. Wie immer. Aber was ich noch dabei habe, das ist richtig krass, ist natürlich die Eventtruppe Kobolde. Eventtruppe Kobolde hier. Und die soll hier auch richtig was reißen. Oh, die geht auch gleich voll durch die Mitte durch hier. Ah, es sind die Besten. Es sind einfach die Besten. Kann man nicht anders sagen. Die Jungs rocken echt. Wir holen mir das Rathaus da. Na, schaffen sie es? Na, schaffen sie nicht, aber vielleicht schafft es der Magier. Ich muss das Rathaus ja nicht unbedingt haben.
Der eine Magier hier geht schon mal auf den dunklen Pott. Wo ist denn eigentlich? Ah, da hinten ist der andere Bohrer. Okay, den kriegen wir auch in jedem Fall. Aber ich setze hier jetzt schon mal 1-2 Clean-Up-Luckys. Falls da meine Bodentruppen, aber die packen das ganz locker. Ihr seht das hier, das war jetzt ein Rathaus 8. Zwar ein Offline-Rathaus 8, aber trotzdem mit der Truppe hier echt starkes Ding. Und so könnt ihr das natürlich machen. Ihr könnt diese Kombi hier vor allen Dingen im 7, 8er, 9er Bereich kombinieren, wie ihr eigentlich wollt. Nehmt ein paar El Primus mit, nehmt ein paar Heiler mit und dann die Event-Truppe natürlich, die Valkyren. Also jetzt fast 1000 Dunkles hier, das ist natürlich super. Dann seid ihr in jedem Fall auf der sicheren Seite. Wir lassen den mal auslaufen. Obwohl wir brauchen ja eigentlich nur die 2 Sterne. Wir brauchen nur die 2 Sterne hier. Jetzt zählt zwar der 3. Stern dann mit rein. Würde er hier jetzt mit reinzählen, aber das macht nichts. Wir wollen ihn ja nochmal voll machen. Ich traine die mal nach. Ach, jetzt hätte ich da oben auch durchtrainen können. Okay, dann wären die Zauber damit drin gewesen. Aber echt cooles Teil hier. Und ihr seht das hier. Ich habe hier wirklich mit dem nichts gemacht. Und fange jetzt erst damit an. Auch mit dem El Primo habe ich jetzt das erste Mal überhaupt angegriffen. Clanspiele in den nächsten 3 Tagen. Den Gemboost hier, den brauche ich auf keinem meiner Rathäuser, außer ich glaube auf dem Schief, aus dem Rathaus 9er, habe ich die dunklen Bohrer geboostet, denn er braucht ja noch ein paar Heldenlevel. Und es gibt zwar jetzt nicht so die riesigen Rewards hier, aber wir können die ja auch eintauschen. Das heißt also, wenn ich jetzt 5 Machttränke habe und 5 Trainingspotions, und die habe ich glaube ich auch, dann werden daraus einfach mal Gems. Ich glaube, die habe ich. Ja, tatsächlich, die habe ich. Dann werden daraus einfach mal Gems. Die nehmen wir auch gerne mit. Sind dann immerhin 40 Gems, glaube ich, oder so. Also warten wir kurz, bis die Armee hier durchgereckt ist und machen das Event hier mal ganz schnittig mit dem Rathaus 7er hier weiter. Und ja, gerade mal ein Rathaus 9 hier umgenutzt. Aber schade. Das wird, glaube ich, nichts mehr mit dem Dunklen. Aber die Hälfte haben wir, glaube ich, gepackt hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Das passt so. Und zweiter Angriff, dritter kommt jetzt gleich. Das Einzige, was eigentlich wirklich lange dauert, ist das Warten auf die Clanburg. Denn da muss ich ja wenigstens meine Valkyren reinbekommen. Aber alles andere dauert natürlich nicht so lange. Gerade jetzt, wo ich Schub habe. Ich habe Schub angeworfen. Und das ist jetzt der dritte Angriff. Ich glaube, 6 müssen wir in der Masse machen. Ich zeige euch immer nur das Ende. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dann streckt sich diese Folge nicht so. Aber schön gemacht hier. Oh, das Dunkle haben wir schon mal komplett eingeheimst. Und wir haben natürlich auch... Oh, da sind meine beiden kleinen Lakis gerade leider draufgegangen. Aber der Magier hier, der aus der Clanburg lebt noch. Das ist der Schwarze hier. Na, schafft er es noch? Ah, der schafft es auch nicht mehr. Okay, dann machen wir mal weiter. Oh, so einen dicken Rathaus 7er haben wir selten. Also so ähnlich wie ich bin. Also maxed out. Und das Dunkle. Ich gehe dem Dunklen mal entgegen, glaube ich. Ich check mal, ob der Clanburg hat. Das sieht erstmal nicht so aus. Okay, das sieht erstmal nicht so aus. El Primo hier im Haus. Der Kollege ist echt meisterlich. Kann man nicht anders sagen. Und ich muss jetzt aber hier außen erstmal ein bisschen klären. Das kann hier ruhig der Chefkoch machen. Bevor ich hier jetzt mit den Valkyren reingehe, denn die sollen dann schon in die Mitte sprinten hier. Machen sie nicht. Okay, beide nicht, ja. Dann müssen wir die Kovis das hier halt holen. Ist auch egal, wer es letztendlich holt, das Dunkle. Hauptsache es macht jemand. Und dann geben wir hier nochmal ein bisschen Gas. Unsere Heiler haben natürlich nicht überlebt. Und, wo ist denn eigentlich der Bohrer? Wo ist der Bohrer? Ah ne, der Rest ist im Rathaus drin. Okay, der Rest ist leider im Rathaus drin. Da habe ich jetzt nochmal die Magier hier hingeschickt. Aber ich glaube fast, dass die das nicht ganz überleben werden. Ich muss die da nochmal heilen. Und dann vielleicht nochmal die 3 Lakis, aber die werden in irgendeiner Luftbombe enden oder sowas. Ah doch, wir haben das Rathaus gekriegt. Ah, wir haben das Rathaus gekriegt. Super. Dann sind das hier nochmal 1000 drauf. Ich kann in jedem Fall nach der Folge hier mein King leveln. Ist auch echt krass, solltet ihr in jedem Fall auch tun. Auf Level 5. Also, nächster Angriff. Go. Oh, ob wir so einen wohl auch packen hier. Mal schauen. Das ist ja noch ein frischer Rathaus. Was ist es denn eigentlich? Ein frischer Rathaus 8. Ein frischer Rathaus 8 hier. Ja, wieso setze ich denn eigentlich nur ein? Tote setzt erstmal nur einen Heiler. Ein Sicherheitsheiler. Oh, meine Mauerbrecher. Na, gehen die da wohl durch?
El Primo kann hier jetzt mal rein. Und dann muss ich hier so ein bisschen clearen, kurz mal mit so ein paar Kobolden. Denn die ganze Meute hier soll hier jetzt eigentlich reingehen. Ah, da gehen sie jetzt auch rein. Ah, okay. Die Walküren schlubbern da hinten rum. Und wen muss ich denn eigentlich? Oh, hier muss ich durchheilen. Hier muss ich ganz hart durchheilen. Da ist der Flächenschaden. Und eigentlich müssten mir die Kobolde das Rathaus holen. Die Kobolde müssen mir das Rathaus holen. Das wäre super, super nett, wenn die das machen. Aber ich glaube, da kommen, so weit kommen die nicht. Ich bin froh, wenn ich die 50% schaffe. Ah, die 50% sind gepackt. Und haben wir noch was Dunkles? Ah, nur noch in der Clanburg. Okay, da gehen die. Ah, okay. Da sind sie jetzt durchgegangen. Ah, nee, doch, in der Clanburg und auch im Rathaus war noch ein bisschen Dunkles drin. Mal sehen, ob wir die Clanburg da noch wegkriegen. Das ist schon ziemlich heftig da mit dem. Ah, ja, haben wir auch. Haben wir auch. Den haben wir auch auf Null. Ja, super Sache. Super Sache hier, also ein Türchen müssen wir noch aufmachen. Nein, es sind natürlich noch etwas mehr Türchen. Nämlich, wenn ihr das Video seht, sind es noch drei Türchen. Aber ich schnappe gerade eine Frage von dem Fabrice auf. Bist du nur samstags online oder live? Dieses nur, ja, immer, es ist halt nur, weil ich bin nach wie vor der Meinung, so ein Livestream ist eigentlich immer so ein bisschen so etwas Besonderes an einem Kanal, der nicht unbedingt jetzt ewig oder immer Livestreams macht. Das ist mir einfach ein bisschen zu anstrengend. Und wenn ich sie machen würde, jeden Tag, dann würde ich YouTube auch komplett außen vor lassen und würde das nur auf Twitch machen. In der Woche, am Wochenende immer gerne beide Kanäle, aber ansonsten machen wir den letzten Angriff hier mit El Primo. Okay, 881, die muss ich mitnehmen. Zumal diese Base hier jetzt nicht ganz so super gut ist. Oh, Vierer Kingdom. Ja, mal sehen. Mal sehen, ob er was in der Clanburg hat. Okay, da hat er nichts drin. Dann können wir ruhig über diese Seite hier reingehen, denke ich mal. Gehen wir hier mal über den Flächenschaden rein. Und hier mit dem Primus. El Primo. Echt cooler Kollege. Und ich habe immer noch meine Mauerbrecher dabei. Ja, also einfach mal ein bisschen Rathaus 7 Power hier heute mal an den Tag gelegt. Wollte ich einfach mal. Ich hatte einfach mal Bock drauf. So will ich es mal sagen. Ich hatte einfach mal Bock auf Rathaus 7. Denn ich muss ja mit dem Kollegen hier auch so ein ganz kleines bisschen weiterkommen. Also auch das ist ja so ein bisschen mein Ziel, dass die hier auch irgendwann mal leveln. Sonst gammeln die hier auch nur rum. Und jetzt erledigen gerade mal wieder die Kobis den Rest hier. Das Rathaus. Also es gibt keine Truppe, die schneller das Rathaus hier schafft als die Kobolde. Ach, wieso gehen die jetzt nicht auf den dunklen Bohrer? Okay, 33 haben wir noch. Ei, der ist aber schlecht zu erreichen, da der andere Bohrer. Ach, das könnte eng werden. Okay, da ist der Flächenschaden glücklicherweise im Ausbau. Und die Kobolde, schaffen die das da? Jawohl, alles ist abgelenkt. Alles abgelenkt, alles mitgenommen hier von den kleinen, aber feinen Kobi-Jungs. Und ich glaube, den kleinen Rathaus Achter hier, den könnten wir auch noch packen. Ich nehme hier den Lakaien mal da mit rein. Aber ich glaube, die Riesen hier, da ist noch ein El Primo dabei. Da ist noch ein Primos dabei. Und dann haben wir hier in jedem Fall alle Events gespielt. Also so ja auch der Titel, alle Events auf einmal. Das ist mir jetzt mal mit dem Rathaus, ich meine, das ist ja nichts Wildes. Ich will nicht sagen gelungen, hurra. Natürlich, das gelingt jedem. Denke ich mal, wenn man es nicht verpennt. Ich wollte es auf jeden Fall nicht mit dem Rathaus 7 hier verpennen. Auch wenn es jetzt gleich nur Juwelen dafür gibt. Und ich glaube, einen Trank kriege ich ja zurück, einen Trainingstrank. Die Stunde hatte ja jetzt auch exakt, glaube ich, eine Stunde gedauert, weil ich ja jedes Mal 15 Minuten auf Klarburg warten musste, bevor ich wieder angreifen oder angreifen kann. Jo, den haben wir auf 100%, den machen wir auch auf 100. Ah, shit. Oh. Mein Magier, jetzt ist hier wahrscheinlich noch eine Falle, eine Luftfalle und eine Sprungfalle. Dann bin ich natürlich der Gearschte, aber bin ich nicht. Gute Sache hier. Und ja, ich habe, glaube ich, eben abgewürgt. Ja, Livestream soll halt was Besonderes sein und ich kann mich halt nicht jeden Tag vor die Kamera setzen, um mit euch live zu streamen. Zeitlich ging das schon, denn ich habe zurzeit Urlaub, aber wie gesagt, wenn, dann mache ich das in der Woche nur auf Twitch, auf YouTube dann nicht, das ist mir zu anstrengend. Ihr wisst schon was. Ihr wisst schon genau, was da immer so anstrengend ist. Jetzt habe ich nochmal so einen Hardcut gerade da reingebracht. Ja, ich habe euch natürlich jetzt gar nicht gezeigt, dass ich jetzt die Gems geladen habe. Also für die beiden Events, die ich jetzt abgeschlossen habe, habe ich natürlich einmal die volle Pulle bekommen und einmal 10 Gems. Für das zweite Event habe ich hier natürlich 20 Gems bekommen.
Und für den hier, ich glaube, den hatten wir ja wenigstens gesehen, 250 Gems. Also ich muss euch das nochmal hart cutten. Ich habe es am Ende jetzt erst gesehen. Mensch, hast den Zuschauern ja gar nicht gezeigt. Also habe ich mir die Rewards hier natürlich abgeholt. Und ich habe jetzt auch wieder, ich müsste jetzt auch wieder 5 Tränke haben. Habe ich auch, denn ich kann nicht shoppen gehen hier. Shoppen geht erst ab Rathaus Level 8. Und wenn euch die Folge gefallen hat, auch vom harten Clash-Alltag hier als Rathaus 7er, dann lasst mal am Ende einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns am Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Clash.